Bestätigung, jetzt einfach ja, zur Weltspitze zu gehören. Und wie schwer das ist, das zeigt gleich auf diesem 10 cm breiten Balken, wie schwer das ist, sich da elegant und ganz akkurat zu bewegen, zeigt gleich der Angang der Japanerin Yuki Uchiyama, die ein bisschen wackelt, dann sich gerade zieht und dann aber vom Gerät muss. Sturz, ein Punkt Abzug. Sehr schönes gymnastisches Element, den Durchschlagsprung zum Ring. Sehr hohe Schwierigkeit, da man den Balken eben für eine bestimmte Zeit nicht sehen kann. Hier leider der zweite Sturz. Jetzt ist der Wurm drin, ja. Das Problem ist auch bei der Team-Challenge natürlich im Finale. Man hat keine Streichwertung mehr, das heißt, die drei Übungen, die müssen wirklich sitzen. Das zählt alles in die Mannschaftswertung letztendlich mit ein und da merkt man natürlich jeden Sturz. Und jetzt heißt es trotzdem Fokus beibehalten, nicht ablenken lassen und den Rest der Übung so schön wie möglich austun. Ja, Schadensbegrenzung, muss man sagen. Aber es gibt dann auch so Tage, da steht man drauf. Elisabeth Seitz hat das neulich erzählt beim America's Cup, als alles schief geht, wo sie zu sich selbst gesagt hat, so hat sie es erzählt, Mensch, was ist denn los? Bleib doch einfach mal stehen und mach die Übung. Aber es ist nun einfach verdammt schwer. Genau, hier ein sehr schöner Doppelsalto gebückt als Abgang, auch sehr hohe Schwierigkeit. Und ja, wie gesagt, wie Elliot schon berichtet hat, es, manchmal will es am Balken einfach nicht sein, es soll nicht sein. Und dann steht man mal zwei, dreimal unten, obwohl man im Training vorher noch jede Übung gestanden hat. Da steckt man nicht drin. Das ist letztendlich das Turnen. Es ist unberechenbar und man kann sich letztendlich nicht immer darauf verlassen.